Tintweten. Rodney Elte war da kurz in der Luft und springt jetzt auch nach außen weg. Bo Eklöf hat da das alles ganz gut gemacht, denke ich mal. Björn Gorberg ist dabei. Mit Tramels Gütt, der hat sich da sehr, sehr gut, eine sehr gute Lücke gefunden. Führung bei Tintweten. Wer ist das, Tintweten? Grace Wynn. Und da kommt schon Techno Odin gefahren. Techno Odin in dritter Spur auf dem Vormarsch, will da möglichst früh die Fronten klären, greift den Führenden an und zieht nach vorne. Techno Odin, die 15 vorbei an der 4. Den Tintweten. Und Rem Elden, Bo Eklöf im Moment das vierte Pferd an der Außenseite. Führung bei der 15, dann die 5 und die 4 innen. Tintweten, Grace Wynn, außen geht die 9. Steve Kulling vor der 7, Fjörnland Kongen und der 10, Tranmels Gütt. Dahinter Rem Elden in ganz guter Position vor der 13, Joker Elden. Und so geht das Feld auf die letzte Überseite. Führung bei Techno Odin. Techno Odin kontrolliert das Feld, das Tempo gegen die 5 Tintweten. Außen geht weiter Steve Kulling vor der 7 Fjörnland Kongen. Innen dann Tintweten. Das sind die ersten 5. Nun versucht es Rem Elden in dritter Spur. Kommt damit Bo Eklöf auch weiter. Rem Elden. Rem Elden. Dahinter sehen wir auch Joker Elden. Geht auf Ende gegenüber zu. Rem Elden ist da weiter gut im Zug, will natürlich da möglichst vor dem Bogen in die zweite Spur kommen. Das gelingt jetzt. Rem Elden. Rem Elden an der Außenseite zu Techno Odin. Da fällt Steve Kulling zurück. Rem Elden ist noch gut dabei. Tapfer, die 15, innen geht die 15 Tintweten. Rem Elden mit dem Versuch, Techno Odin da zu gefährden, aber Techno Odin ist da ganz sicher vorne. Techno Odin, Rem Elden an der Außenseite. Techno Odin muss dann nochmal angetickt werden, aber Rem Elden läuft ein ganz, ganz starkes Rennen, wird wohl Dritter. Tintweten, glaube ich, an der Innenseite noch auf.